Schönen guten Morgen. Morgen. Die Vicky ist alliiert, wie ihr es mitgekriegt habt. Es sitzt ein bisschen stark verwachsen, als es ist. Ja, aber du hast weh. Nein, ich habe nicht weh, aber... Es ist aber gut schon. Ja, nein, es geht schon besser. Widmen wir uns den Fakten der Tour, ist glaube ich besser. Auf jeden Fall sind wir als Steinach am Brenner erinnern. Ich fahre heute... Weißt du, man hat sich Regen offen. Warum auch immer. Ich fahre heute aufs Nösslach-Joch und dann weiter nach Obernberg und dann auf den Brenner Grenzkampf, Obernberger See hinten auf und dann weiter nach Großersass. Ich bin nämlich elektrifiziert am Weg und habe 1000 Wattstunden mit. Mit meinem Akku. Ihren Akku habe ich auch noch mit, genau. Das hält sich bei mir aus, mit einem Akku schaffe ich knapp 2000, also habe ich eine Maximalleistung von 4000 Höhenmeter heute. Und komme dann am Brenner wieder zurück. Ob ich dann nach Innsbruck alles zurück mache, was ich muss ich noch schauen, dass mein Akku da noch steht, sicher nicht, was ich so gibt. Aber vorher schaut das ganz cool aus. Vicky wandert auf die Blaser. Genau. Und vielleicht weiter auf die Peilspitze. Kommen wir weiter zu ja. Die zwei Berge haben wir eher wie im Bike schon gemacht. Sind auf Innsbruck. Genau, sind schon auf unserem Block. Und echt total cool. Heute ist die Wetterscheide eher ein bisschen nördlich und nicht nur überhaupt. Kommt da hin rings gar nicht, das reißt sogar ein bisschen schon auf. Und in Innsbruck draußen hat es voll geregnet noch auf der Autobahn. War ich dann zusammengefahren. Ja, bin ich gesehen. Ja, passt, du startest. Aber jetzt müsst ihr schauen, sagen zu Vicky, das ist echt so spannend, wie wenn ich es nicht mache. Weiter zu ihm. Alright, sagen die Leute. Jetzt bin ich wieder im Nevi. Unten hat es aufgerissen. Da zieht es schon wieder zu. Und ich bin jetzt auf Hechenberg oben. Ich werde es trotzdem nicht sehen, weil es Nevi ist. Weil ich noch mal umdrehen müssen, ich habe den Schlüssel vergessen für einen zweiten Akku. Und dann war es ja eher ziemlich sinnlos gewesen. Zwei Akku mitnehmen, wenn einer im Rucksack bleibt, genau. Ja, ich kämpfe jetzt da weiter, und Anführungszeichen weiter kämpfen. Obwohl ich mir jetzt letzte Woche ganz schön leck, und ich spüre einen Hax jetzt am linken, durch einen Aufschlag. Und da ist das E-Bike wirklich cool, weil sobald das der Zirchen fahren geht oder so, kannst du super steuern. Also ich bin unten jetzt ganz slow gefahren auf Echo, und da fahre ich jetzt auf Trail, und das ist echt voll fein und super. Na gut, dann gehen wir es wieder an. Restaurant Nüsslach, also ziemlich der höchste Punkt, wo die Schulerstraße aufgeht. Und ja, Panorama müsst ihr auf Google Earth nachschauen oder kauft euch Ansichtskarten, dann habt ihr gleich viel wie ich. Also ich sehe derzeit gar nichts, ich bin froh, dass ich Karten mit habe, weil allein mit der Orientierung da oben ist oft mit den Abzeugern nicht so einfach, weil ich sehe, dass das schätze ich mal 20 Meter. Wie weiß, es gibt schon U-Backen, habe wasserdichte Socken damit, weil es ist ziemlich nass und ich will dann noch weiter. Das wird jetzt da so aufgehen in die Richtung. Und dann glaube ich drüber hauen, weil das ganze Ablehrten war im Rosenzeug und alles. Das ist so gesoffen wie Wahnsinn. Ja, schauen wir, wie es mir geht. Dann, echt gut gegangen. Zum Schluss hat es ein bisschen Kraft gebracht, auch wie ein E-Bike. Und ja, wie gesagt, Aussicht bitte googeln. Den Rest kann ich echt sagen, wie es ausschaut. Aber ich glaube, es kommt gut herum. Da sehe ich ihn da. Break.
Sind wir bei dem Bergwerk da? Wir haben seit die Mitte der 40er Jahre von dort Möckrück. Stöhne, ich geschlagen, ich habe gerade gelesen, 30 Jahre lang Starkrude abgebaut und jetzt haben sie ihn 2005 wieder restauriert und hergerichtet, eh ganz cool. Schon mal ein Haufen Wasser daher, nicht zu verwundern, ich fahre überall schon Haufen Wasser. Also echt ganz eine coole Abfahrt ist. Ich bin ein bisschen mal dumm gefahren, was ausprobiert und so. Ist nicht so einfach. Und habe jetzt 2200 Höhenmeter oben ungefähr. Das heißt, der zweite Akku ist jetzt auch schon aufgebraucht. Also nicht mehr da frisch. Ist ja richtig so. Ich meine, hinten noch bis zur Werkscheider. Ich war auch noch stark gefahren, aber jetzt bin ich schon so durchgekrebst. Als war zum Schluss ein bisschen eine Finderei, werden direkt dann berichtigen, weil so macht der frisch keinen Sinn mehr. Da ist mir das GPS noch ausgefallen und alles. Naja, gut. Für mich geht es jetzt auf den Brenner Grenzkamm von der österreichischen Seite, also den Oberberger See vorbei, dann den ganzen Brenner Grenzkamm durchqueren und dann einen Dreh nach Gossensaß, den Flowigen, dann wieder auf für den Brenner und dann muss ich schauen, was ich Akku habe. Ich hätte dann noch nicht mehr so eine Trailrunde noch. Vielleicht tritt es ohne Akku, jetzt muss ich mal schauen, wie ich dann drauf bin. Auf jeden Fall dranbleiben. So, jetzt bin ich einmal da. Also ich habe nachgeschaut, das Bad Joch, wo ich jetzt hin muss, ist auf 2.1. Ich bin jetzt glaube ich 1550 noch gefahren.
1500, das heißt 600 Höhenmeter. Läuft, taugt mir, dann habe ich noch genug Reserven energietechnisch. Und ein paar Joch kennt ihr ja schon von unserem Blog, sind wir zweimal gefahren. Also zweimal, glaube ich, fotografiert und öfter schon gefahren. Dreck ist online. Also bei einer Grenzkommission ist eine mega Sache. Und jetzt schauen wir uns das Move von der Seite auf. Treten, treten und treten. Das ist ziemlich lang, das Ganze. Aber landschaftlich eindrucksvoll, auch wenn es bewölkt ist. Da unten tut es ja schon wieder. Da machen wir einen Haufen Leute, da wollte ich nicht immer drumdrücken. Da waren sie, ich bin komplett. Das sind die Oberberger Seen. Also diese Oberberger Seen, die müsst ihr echt mal anschauen, die sind wirklich ein Traum, gerade um die Jahreszeit. Das Wasser ist glasklar, stahlblau. Und ich glaube, im Sommer ganz gefährlich zum Einkupfen, weil es heiß ist. Mir geht es da ganz klassisch so eine Forststraße rauf. Ich bin jetzt da knapp auf 1800. Das heißt, ich habe noch 300 Höhenmeter zum Joch. Beim zweiten Akku habe ich jetzt nur 4 Strich von 5. Bin jetzt auf Eco Trail so gefahren und sollte es eigentlich noch ganz gut ausgehen. Also wenn ich dann oben bin, dann habe ich über 3200, glaube ich, oder 3300 Meter mal und den ganzen auf und nieder. Und wenn wir schauen, was noch drin ist. Exzellent, könnte ich sagen. Also bei den E-Bikern, da nehmen die Muskeln und Sachen weh, die was ist mir weh da. Das ist zum Beispiel der Daumen bei mir, weil ich bei mir nicht auf der Schiebefunktion bleiben muss. Das ist halt so mein E-Bike. Also das, was jetzt da stattfindet, ist halt für mich das krass zum Auffahren davon. Und der Rest ist schon wieder gegangen. Und dann ist halt echt eine Sicklerei. Also das muss ein Clown sein, wenn man so E-Bike-Tour macht. Ja, es sind immer viel, sind 50 Höhenmeter noch für mich. Das ist ja nicht mehr das Thema jetzt, aber wenn ich 600-700 war in dem Zustand, dann brauche ich nicht überlegen, welches Radl ich nehme. Gut, jetzt bin ich da, dass ich aufkomme. Zuerst wieder den Nebel laufen. Bis zu einem paar Joch-Radlfahrer weit nicht einen getroffen, Wanderer 3. Also so eine Busgruppe, aber die zähle ich jetzt nicht. Und von denen her eigentlich echt ein cooler Tag in der Einsamkeit. Und ich hoffe, dass jetzt endlich ein bisschen aufmacht und ein bisschen was in Italien sehe. So, die letzten Meter kämpfe ich auf das Badjoch, weil dort ich kämpfe mit dem zweiten Nacken und dem Radl. Das ist wirklich ein Leichtgang. Aber jetzt bin ich auch schon da. Jetzt der Reinigung. Weil das Piepsen, das ich gehört habe, war die Schiebehilfe, die mag auch schon nicht mehr. Aber jetzt sind wir. So, irgendwie doch episch, oder? Aber man nicht wirklich weit sieht. Ich kenne sie, weiß es bei dem Wetter ausschaut, es ist wirklich cool. Aber zur Info: Badjoch Trail, ein 32er Richtung Flerscheuche. Da ist es ein bisschen schwerer zum Gehen, weil da die Seilsicherungen fein, deswegen fahre ich den jetzt auch nicht. Weil mein E-Bike kommt da, wenn ich erlaube, ja nichts mit. Und ich muss das Bike irgendwie euch lassen, dann wäre es blöd. Ich fahre jetzt um auf Sandjeche und dann habe ich auf Gossensaß. Und dann geht es für mich schon wieder auf. Ich hoffe, mein GoPro-Akku hält noch. Die Wetter erst mir schon wieder schimpfen, weil ich noch einen mit habe, aber gesperrig wäre, weil ich biege. Würde echt nicht einen mitgenommen. So, ich kriege jetzt den ganzen Brenner Grenzkamm um, ist ein cooler Trail. Mein E-Bike sicher auch haben wir, habe ich noch nie gemacht. Und um dann bis zum Hohen Lorenzenberg und dann euch. Ja, muss ich noch sagen, zur Info. Ich bin jetzt, können wir wieder zurückschalten, aufgefahren auf Trail und habe jetzt noch drei von fünf Strich, so also zwei Strich verbraucht. Ja. Kommen wir götten lassen, da muss ich sagen. Augen offen halten, unbedingt das Video genauer schauen. Es sind jetzt einige Bauten von Vallo Alpino vor uns. Und am Weg, wo ich vorbeirausche, da ist sicher ein bisschen was zum Entdecken. Und sonst könnt ihr mal aufgehen oder so, ist auch eine coole Gegend, ein bisschen hochkommen, weil da relativ wenig los ist. Dann legen wir los.
große Baureiche, was man da sieht. Und wirklich krass, was wir auf 2000 Meter aufgebaut haben da. Das ist jetzt riesige Anlagen, das ist echt cool. We'll be right back.
Zwischenbericht Brenner Grenzkamm E-Bike einfach mega. Es ist ein Wahnsinn. Von Bad Jochglüst oder um diese alten Militärwege, das ist einfach perfekt für sowas. Also das ist so ein Fun, das ist irre. Und mein Akku kommt jetzt auch ganz gut aus. Gefällt mir ganz gut. Was ich vom Brenner dazu hängen muss ich schauen. Eher die GoPro wirst du dann irgendwann dahin sein. Aber Abschlussvideo hänge ich da im schlimmsten Fall daheim dazu und gebe euch das Feedback, wieso ich filme so viel, dass es noch geht.
leider uns nicht mehr gesagt, aber ich habe noch dieses Foto erhalten, was auch immer das bedeuten soll. Auf jeden Fall war es eine ziemlich coole Tour, wie ich finde. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch sehr. Tschüss!